Wann haben wir uns das letzte Mal so richtig gefreut? Wann haben wir das letzte Mal sagen können, das war schön? Oder wann haben wir das letzte Mal so richtig aus tiefstem Herzen gelacht? Sicher fällt es uns in dieser Zeit besonders schwer zu lachen oder zu sagen, wie schön etwas ist. Es gibt unterschiedliche Arten der Freude. Die Freude an oder auf etwas und die Freude im Herrn. Paulus sagte einmal, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Obwohl Paulus im Gefängnis saß, konnte er einen Brief über die Freude und über die Liebe schreiben. Trotz dieser aktuellen und schwierigen Situation wissen wir, Jesus ist da. Er ist bei uns und führt uns ans Ziel. Und trotz dieser schwierigen Umstände meint Gott es gut mit uns. Ich glaube, momentan ist Vorfreude viel präsenter als alltägliche Freude. Ich freue mich darauf, wieder mit meinen Freunden zusammenzusitzen, essen zu gehen und auch Jugendstunden nicht mehr allein vorm Computer zu erleben. Es gibt aber auch jetzt Dinge, über die ich mich freue, zum Beispiel ohne schlechtes Gewissen auf der Couch zu chillen, die Abende auch mal frei zu haben oder dass ich während der Online-Vorlesung auf dem Balkon sitzen kann. Egal, worauf du Vorfreude hast und in welchen Momenten du aktuell Freude empfindest, ich glaube, das Wichtige ist, dir dessen bewusst zu sein, dass es noch freudige Dinge in deinem Alltag gibt. Und solltest du dich einsam fühlen und es dir schwerfallen, ein Lächeln in dein Gesicht zu bekommen, dann lass mich dir eins sagen. Du bist ein Kind Gottes. Gott liebt dich und ist immer für dich da. Außerdem hast du eine Gemeinschaft aus ganz vielen anderen Gotteskindern um dich, die du zurzeit zwar nicht siehst, aber die dich trotzdem in ihrem Herzen trägt und an dich denkt. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Was ist denn bitte Jesu Freude? Das bisschen Ruhe zwischen zwei hektischen Terminen? Ein Lächeln, das man dir einfach auf der Straße schenkt, so ganz hinter der Gesichtsmaske versteckt? Oder vielleicht auch einfach so ein spontaner Gedanke, der irgendwie ein bisschen mehr Sonne in deinen Tag bringt? Ich denke, die Freude Jesu sind ganz viele kleine Impulse, die er uns von außen schickt, ohne dass wir dafür überhaupt was tun müssen. Oftmals haben wir dafür aber kein Auge oder kein offenes Ohr. Ich durfte in den letzten Wochen die Erfahrung machen, dass Jesus uns viel öfter solche kleinen Impulse schenkt, als wir das überhaupt für möglich halten. Mach auch mal die Augen auf und halte Ausschau danach. Jesus möchte dir seine Freude schenken. Bei dem Wort Freude sehe ich verschiedene Bilder vor mir. Einmal die euphorische bzw. die überschwängliche Freude, die meist aber nur von kurzer Dauer ist und auch manchmal in Enttäuschung endet. Ja, vielleicht sogar in Wut und Hass. Das Geschehen an Palmsonntag fällt mir dazu aus der Bibel ein. Das Volk rief Hosianna und sie jubelten Jesus zu. Ein paar Tage später das ganze Gegenteil. Weg mit ihm. Dann gibt es aber auch die tiefe, stille Freude. Ich hatte vor ein paar Monaten die Aufgabe, die Neuapostolische Kirche, also meinen Glauben, ausführlich vor meiner Klasse vorzustellen. Als ich merkte, wie interessiert meine Mitschüler und mein Lehrer die Präsentation verfolgten, kam in mir ein unbeschreibliches Gefühl der stillen Freude auf. Diese Freude ist auch heute noch in mir lebendig und gibt mir Kraft, Mut und Sicherheit bei allen Anfechtungen, die mir vor allem in meinem Leben als Christ begegnen. Unser Glaube gibt uns die Gewissheit, einmal ewige Freude zu haben. Für mich als Mensch einfach unvorstellbar. Aber bei Gott und Jesus Christus ist uns das verheißen, wenn alles liegt bezwungen, womit man hier gerungen. Ja, das wird Freude sein. Durch Jesus können wir vollkommene Freude erlangen. Das hat er uns gesagt. Wie denn? Das steht ein Vers vorher in Johannes 15, Vers 10 geschrieben.
indem wir seine Gebote halten. Das Wort Gebote gibt mir immer wieder einen bitteren Beigeschmack. Was ist denn dann mit meinem eigenverantwortlichen Denken? Was sagen denn Gottes Gebote? Sie sagen zum Beispiel, dass wir in der Nächstenliebe bleiben sollen. Das heißt, ohne Vorurteile auf andere zuzugehen oder vergebungsbereit zu sein oder für den anderen da zu sein. Wenn ich diese Sachen befolgt habe, habe ich sehr viel Schönes erlebt. Und ich muss sagen, diese schönen Erinnerungen und Erfahrungen motivieren mich, auch weiter mit offenem Herzen auf meine Mitmenschen zuzugehen und zu versuchen, in Jesu Liebe zu handeln.